Hallo liebe Leute, es geht wieder los. Mit zusammen mit Sevastrak und Suki. Ja. Hallo. Hallo, ja, wollte ich auch sagen. Alles toll. Juhu. Ich wollte heute mal ein bisschen Lispeln morgen anfangen. Ist sonnig. Morgen sonnig, das ist doch sonnig, das ist doch super, das ist doch. Der Grünkohl ist morgen fertig. Ja. Und Kloppen. Der Knoblauch ist heute fertig. Ja. Die Kartoffeln sind auch morgen fertig. Bitte. Achso, kannst du noch nicht. Okay, wir müssen nach hinten aufpassen wegen dieser einen Blume. Ja, hab ich gesehen. Ich sehe nämlich gerade wirklich nach einer frischen Aprikose. Ich habe keine im Laden gefunden, also frage ich dich. Ich bezahle dich auch gut dafür, Emily. Ich nehme den Auftrag an, auch wenn wir keine frische Aprikose haben. Bis nächstes Jahr oder so irgendwann. Oh, die sind ja nicht böse, wenn du das irgendwie 2-3 Jahre brauchst, bis du dann die Quest machst. Gehst im Winter hin und so, oh, danke, das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Seit einem Dreivierteljahr. Aber naja, es ist tatsächlich so, dass ich die immer sammle. Erst wenn ich mich quasi hinsetze und die ganzen Freundschaften sammle, dann mache ich erst die Quest, weil ich dann erst die Freundschaft kriege, weil ich sonst die Leute einfach ignoriere. Stimmt, und dann geht's wieder runter. Das ist eigentlich voll schlau. Ja, ich bin schlau. Ja, wer soll denn das erwarten, dass Leute schlau sind? Ich arbeite bald im Einzelhandel. Ich muss mich schon mal daran gewöhnen, dass Menschen dumm sind. Ah, die Bohnen sind dumm und im Weg. Kannst du da nicht durchlaufen? Nein, deswegen sind sie ja dumm und im Weg. Da habe ich ja fast Mitleid mit dir. Danke. Bitte. Hier liegt ein ausgegrabenes Buch auf dem Weg. Ich konnte es nicht einsammeln. Ja, den Bug hatte ich auch schon mal. Ja, ich nicht. Du musst einfach aus dem Bildschirm rausgehen und wieder reingehen. Ist es eingesammelt. Doch. Sehr schön. Da hat jemand sein Buch verloren. Oh, es ist ein verlorenes Buch. Wow. Was war denn das gerade? Ja, das ist die Echo-Suppe. Die gibt's manchmal. Das war gerade richtig scary. Ja, das passiert ab und zu mal. Leute, spult mal zu dem Punkt zurück und hört euch das nochmal an. Das klang gerade richtig. Ich weiß nicht warum, aber ich musste gerade an Digimon Tamers denken. Da gibt's auch so irgendwie so eine gruselige Stelle, ich weiß nicht mehr genau. Das war zu viel. Ich wollte 10 kaufen, jetzt habe ich 30 gekauft. Naja, baue ich halt 30 Knoblauch ein. Das ist auch okay. Das ist in Ordnung, du musst nur neue Dings runterpacken. Was? Neuen Dünger. Ja. Ich dachte mir so, ja, wenn ich die Shift-Taste gedrückt halte, dann geht das schneller. Okay, 1, 2, 3, 4. Oh, Moment, das war zu viel. So, wann ist es fertig, unsere Hacke hier? Verdammte Hacke. Zeigt er mir nicht an. Ja, ich weiß, ich habe eine frische Fruchtquest. Fischeintopf. Hab ich auch noch. Ich freue mich schon, wenn ich sammeln ist einfach mein Lieblingsskill. Bald ist auch wieder der Tanz, ne? Ja. Ja. Und ich werde nicht mit dir tanzen, Fox. Nee, ich tanze nicht mit. Ich schaue euch zu. Oder vielleicht kommt Franzi ja mal wieder zu Besuch. Dann tanzt sie mit Franzi. Frühlingszwiebel. Ich habe mich gerade gewundert und dachte, sollten die nicht mehr wert sein, aber die Frühlingszwiebel-Dings habe ich ja noch nicht. So. Habe ich angepflanzt, sehr gut. Gut, morgen sind die Kartoffeln und der Grünkohl fertig. Kartoffeln, immer nur Kartoffeln. Brauchen wir dafür irgendwas? Nee. Achso, doch, für den Grünkohl brauchst du eine Sense. Was willst du? Ich meinte eigentlich, brauchen wir das Zeug für irgendwas Besonderes, das es irgendwie zurücklegen soll.
Alles, was mit normaler Qualität hat, immer so ein bisschen zu. Das habe ich ja mittlerweile machen. Verstanden. Alles andere kannst du immer verkaufen. Okay, also du brauchst jetzt keine Quest. Nee. Ja, das wollte ich doch nur wissen. Da sag doch, ob wir es für eine Quest brauchen. Ja, ob wir es brauchen. Punkt. Ja, nee, brauchen wir nicht. Gut. Wir haben schon wieder 180 Sep. Ja, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen die doppelte Anzahl von Sep, die wir Fische haben. Felder haben. Felder haben. Ja, wir haben aber tatsächlich noch 494 Quality-Dünger. Ja, man kann nie genug Dünger haben. Und noch über 200 Standard-Dünger. Kuschelst du jetzt schon die Tiere? Nein. Gut. Ich guck noch irgendwie, was, ob du das schon gemacht hast, guck dich nicht. Ja, das ist normalerweise das erste, was ich am Tag mache. Ich frag mich halt gerade, was ich heute noch so schönes mit dem angefangenen Tag mache. Ja, ich werde wahrscheinlich wieder in die Mine gehen, meinen Kampf und meinen Level hochtreiben. Ich gehe überall hin und hacke alle Bäume, die ich finde. Das ist auch eine gute Idee. Ich angel. Das machst du sehr gut, Zuki. Danke. Sehr schön. Und morgen gibt's wieder den Traveling Merchant. Und Demetrius guckt sich einfach seine Hauspflanze hier vor seinem Haus an. Ja, der muss forschen. Ja, forschen. Der steht den ganzen Tag da rum und guckt einfach nur seine Pflanze an. Das finde ich ultra spannend. Das ist aber eine sehr schöne Flasche. Pflanze. Flasche. Hallo. Hallo, Abigail. Suki, willst du nicht? Hallo, Suki. Hm? Willst du nicht einen Rucksack kaufen? Ich würde mal einen Rucksack kaufen. Oh, du hast ja nicht lange gefackelt. Wie sieht dein ganzes Geld aus? Morgen ist der Traveling Merchant und sieht sein ganzes Geld aus. Ja, aber du hast doch bestimmt das ganze Zeug von der Tierfarm schon wieder verkauft, oder Fox? Eigentlich hatte ich es nicht, aber dann mache ich das dann noch. Ich habe auch noch ein paar Fische. Kriegst du dir 10.000 wieder zusammen mit den Fischen? Nee. Oh. Koralle. Die Korallen nicht verkaufen, ne? Warum nicht? Die brauchst du für irgendwelche coolen Sachen, irgendwelche coolen, Totem dann das später, Totem. Ja, aber. Ich hebe immer die auf, die halt Standardqualität haben. Ich hebe alles mit Standardqualität auf. Bis man Sammlerstufe 10 hat. Dann hebt man alles mit Iridium auf. So ungefähr. Da ist ein Zauberschleim! Komm her, Zauberschleim. Gib mir was Tolles. Ein Zauberschleim? Ja. Hab ich auch noch nie gehört. Ich stirb! Und ich bekomme... Oh. Eine Bleirute. Eine Bleirute hat er bekommen. So. Wie Lehm einfach mehr wert ist als Hartholz, obwohl man Lehm halt viel seltener braucht. Ich meine, mittlerweile braucht man ihn öfter, weil er für die kleinen Körbe später gut ist, hier für die Pflanztöpfe, aber ansonsten... Ich glaube übrigens, dass man die Pflanztöpfe kriegt, wenn man das Gewächshaus freigeschalten hat. Das ist möglich. Dass das der Auslöser ist. Weiß ich nicht. Weil wir haben, wie bei uns, wir haben das Gewächshaus schon freigeschaltet auf unserem Account, weil wir daran gedacht haben, die Baumfrucht für das Richtige auszugeben. Ja.
Und wir haben das quasi am Tag danach gekriegt, ne? Mhm. Da stand Evelyn bei uns vorm Haus und meinte so, yo, du, hier, Rezept. Digga. So, 19:40 Uhr, ich geh schlafen. Schon wieder so spät. Ja, und wenn man Domi zu Besuch hat, dann geht man mal so spät schlafen. Deswegen ist es ganz angenehm, mal früher schlafen zu gehen. Der schläft aber auch für 7 Puppen. Das stimmt. Ja, das tut er. So, jetzt warte ich mal wieder. Wollen wir eine lustige Geschichte erzählen? Erzähl doch mal einen Schwank aus deiner Jugend. Ein Schwank aus meiner Jugend. Damals. Schon lange her, ich weiß. Eben. Weißt du noch damals, Marfi? Nee, habe ich schon vergessen. Ja. Ist vielleicht doch besser so. Es kommt mit dem Alter auf, dass man so viel vergisst. Ja, eben. Ach, Suki. Das hast du schön gesagt. Komm du erstmal unser Alter. Muss ich. Suki, als ich so alt war wie du, da war ich schon ein Jahr älter. Was? Ich weiß nicht, wer auf die dumme Idee gekommen ist, die Schmelzkiste da hinten hinzubauen. Das ist das Dämlichste, was wir gemacht haben bis jetzt. Lass mich raten, das war irgend so ein Mafi. Ich finde, wir sollten das irgendwie in die Rohstoffkiste mit reinschmeißen und einmal in der Woche irgendwie rübertragen. Nein, jetzt machen wir es gleich ordentlich. Wir werden dann später das besser machen, wenn wir uns dann eine Brennhütte-Dings bauen, aber so jetzt nicht, nein. Ja. So, wir brauchen mindestens 3000, oder? Wir bekommen, glaube ich, mehr als 3000. Ja, ich hab ja noch das Zeug. Nee, ich hab nichts verkauft. Wenn ich überlege, die beiden Folgen so am Anfang heute, als wir die aufgenommen haben, Ende des Winters, und ihr euch jedes Mal aufgeregt habt, wenn ich zu spät schlafen gegangen bin. Und jetzt sowas. Jetzt liege ich im Bett und langweilig. Ja, wir redeten da so um 1 oder sowas, wo du ins Bett gegangen bist. Ja, eben. Ja. Und wir waren jetzt nicht mal andersweise um 1. Ja, jetzt gehe ich mal zeitiger schlafen und dann ist euch auch nicht recht. Ich muss übrigens auf OK klicken, sonst geht es nicht weiter. Ja, das stimmt. Ich will doch nur die Folge in die Länge ziehen. Ins Bett gehen? Nein, schlafe nicht den ganzen Tag im Bett. Das wäre super spannend geworden. Pizza! Pizza! Morgen wird es den ganzen Tag dauern, soll nicht losgehen. So. Jetzt können wir wissen, wie Pizza geht. Ja. Pizza! Wir treffen uns heute Abend bei Fox zum Pizza kochen. Gucken wir mal, wie geht denn Pizza? Tomaten, Käse und Weizenmehl. Ja. Wir hätten, glaube ich, noch ein paar Tomaten, aber wir haben keinen Käse mehr. Doch einen. Ja, das reicht nicht für jeden Pizza. Tomaten haben wir noch 6. Und der Diamant ist fertig. Ui, die Diamanten sind jetzt schon über 10.000 wert, wenn wir diesen anderen Bonus noch mit reinrechnen. Aber die Katze können wir anscheinend alle streichen, das finde ich gut. Ja, aber die hat auch für jeden einzelnen Freundschaftswert, glaube ich. Eben. Eigentlich ja, Stahlhacke ist klar. Gucken wir mal, was der Traveling Merchant hat, außer der Seed. Stör. Pepperoni. Selbstsaat. Dieser Moment, wenn ich hier oben, hier unten höre, dass irgendjemand eine Kuh melkt. Ich hab keine Kuh gemolken. Nicht? Das hat sich so angehört. Nein, das ist schon längst vorbei. Komisch.
So, ich werde jetzt anstatt nochmal Grünkohl, werde ich einfach Kartoffeln anpflanzen, durchweg. Das ist gut, weil Kartoffeln haben eine Chance auf Multi-Harvest. Ja, eben. Multiple Ernte. I'm looking for someone to bring me 40 copper ore. Ich will 50 Kupfererze haben, der Kiel bei mir. Ja, aber die wenn du die aus der Kiste nimmst, musst du die einzeln hinnehmen, weißt du, ne? Ich würde den die aus der Höhle holen. Du kannst die auch. Hast du meinen dunklen Tunnel gefunden? Ja, hab ich schon. Du kannst die aus der Kiste nehmen. Du musst sie nur einzeln rausnehmen, also gedrückt halten und nicht als Stack rausnehmen. Dann zählt er die auch hoch. Wow. Hab ich nicht vor. Wer hat denn eigentlich so viel Geld bekommen gerade? Wie, was Geld bekommen? Ne, wir haben gerade voll viel Geld dazu bekommen. Suki, hast du schon wieder was verkauft? Nein. Ich hab die Kartoffeln und den Grünkohl verkauft. Ah, du hast die gleich verkauft bei Pierre, okay. Ja, na, ich wollte ja auch gleich wieder Zeug holen. Ja, ich verstehe. Siehst du, ich hätte mir auch gleich noch einen den Rucker kaufen können. Das stimmt. Ich hab vielleicht ein, zwei Kartoffeln zu viel gekauft, aber das ist okay. Mehr Kartoffeln sind mehr Kartoffeln und Kartoffeln sind immer gut. Die wären ja nicht schlecht. Eben. Das wäre auch sehr witzig, wenn das Essen schlecht werden würde über die Zeit. So, ich habe 6 Kartoffeln zu viel gekauft, mein Gott. Oh mein Gott. Da unten ist noch Platz für mehr Kartoffeln. In 4 Tagen ist die Kaffeebohnen fertig. Stimmt, ich könnte unten noch 6 Kartoffeln anbauen. Setz die Kartoffeln ruhig ran. Wir haben fast 500 Hartholz. In 2 Tagen ist erst das nächste reif wieder. Wir haben 44 geheime seltene Saaten so. Das wird im Herbst ein richtiges Fest an Geld. Und wir sind noch nicht fertig. Hä? Und wir sind noch nicht fertig. Nee, wenn wir das jetzt im Sommer das Dings haben, dann können wir noch das noch vermehren. Hauptsache, wir haben 198 Fackeln hier unten. Kannst du die nicht für 1 verkaufen? Da haben wir 198 Geld mehr. Ja, könnte ich. Aber wir können auch so viele Fackeln machen. Irgendwann gehe ich über das ganze Feld, überall Fackeln hin. Mach mal nicht. Irgendwann will ich da schöne Lampen hinpacken oder so. So, ich kaufe mal ein bisschen Rhabarber. 8 Stück. Ach, 16. Einfach damit wir haben. Na, wir müssen ja 15 für das Achievement verkaufen, ne? Ach so, ja. Ich meine, wir haben für dieses Achievement noch ein paar Jahre Zeit und so, aber... Ich meine, wenn du jetzt dabei bist, kannst du dir halt auch gönnen. Eben. Eis. Ich finde es schön, wie unglaublich unproduktiv ich doch eigentlich bin hier gerade auf der Farm. Ja, ich glaube, das ist halt. Es gibt halt gerade nicht so viel, was wir tun können, ne? Ich stehe halt immer für einen halben oder einen Drittel Tag halt nochmal in die Mine, aber es kriegt halt auch nicht so viel. Ja, wenn wir dann alle den Fahrstuhl haben, können wir alle mit dem Fahrstuhl in die Sky Cavern gehen, gemeinsam. Ja, da hätte ich aber gerne das andere Schwert vorher. Das ist halt schon sehr praktisch, das andere Schwert zu haben. Ich habe schon wieder meine Dings nicht abgeholt. Dann mache ich das jetzt erstmal. Ich habe schon wieder Items, die ich eigentlich gar nicht haben dürfte. Warum das denn? Na, ich habe irgendwie so Unkraut aufgesammelt, als ich Bäume gefällt habe. Bist du in der Wüste? Wüste, da passiert das. Ja, aber eigentlich dürfte man das, glaube ich, nicht bekommen. Doch, das ist so gewollt. Von den Bäumen? Wenn du Palmen fällst, kannst du Unkraut kriegen. Ist das neu? Ich weiß nicht, ob das neu ist, aber es ist auf jeden Fall so gewollt. Ich kannte das halt früher nicht so.
Stahlhacke. Und es ist halt, vor allem ist es halt Unkraut und es ist halt nicht Fiber. Ja, ja, eben. Es ist halt nur Unkraut. Aber es ist irgendwie einfach mal 50 wert, ne? Es ist Wüstenzeug. Wüstenzeug ist alles viel wert. Das stimmt. Oh, da ist Honig fertig. So. So. Was los, Suki? Billy stellt sich schon wieder hinter mich und streichelt. Bitte nicht. Warum streichelt er sich ständig so seine Stange? Warum macht er das direkt hinter mir? Du stehst einfach wahrscheinlich und benutzt dich. Aber Suki, wenn du das weißt, dass er dort öfter steht, warum stellst du dich genau vor Willy hin, wenn er seine... Nein, sie stellt sich ja jedes Mal woanders hin. Er läuft immer zu hier. Ja, das ist das, was sie dir sagt. Ich laufe einfach geradeaus auf den Steg und angel dann. Lauf doch einfach nicht dorthin. Ich kenne sowieso einen besseren Platz zum Angeln dort. Ja, mitten auf Wasser, schon klar. Ja, der auch. Den werde ich dann mit der... Den werde ich dann mit dem neuen Schwert machen. Mit dem Waldschwert geht das auch, davon sollten wir auch noch eins haben. Ja, stimmt. Nee, das Waldschwert haben wir nicht mehr, oder? Haben wir es nicht mehr? Das haben wir doch verkauft dann. Wieso habe ich eine Bombe? Egal, ich spreng Sachen. Boom! Ich weiß nicht, ob Franzi noch ein Waldschwert hat. Ja, Franzi hat noch ein Waldschwert. Das hole ich mir mal. Jetzt gehe ich mal kurz gucken, ob ich damit mich gut rausglitschen kann. Ist zwar schon spät. Nee, hast du das nicht gemacht schon mit dem Waldschwert? Bestimmt. Ich weiß nicht. Neulich, also mit dem Obsidian Edge hat es nicht funktioniert, aber es hat auch minus 1 Geschwindigkeit. Und das Waldschwert hat plus 2. Ja, das ist halt gut. Ja, dann kann ich mich eigentlich mal wieder, da kann ich auch mal angeln gehen. An einem guten Glückstag werde ich das dann mal machen. Ich packe das Schwert einfach hier vorne rein. Und dann ist es 19.40 Uhr. Was machen wir noch? Wir gehen noch gucken, ob noch Pilze da sind. 107 Stunden, sagt der Diamant. Gucken wir mal. So. Das ist Wahnsinn, wie viel mehr Void-Essenz man kriegt gegenüber von der Solar-Essenz. Ja. Wir brauchen aber von allem 50 für jeden von uns. Wir haben jetzt 92 Solar Essence. Ja. Und 189 irgendwo von dem anderen. 186, ja. Ja, wir brauchen dann noch ein bisschen mehr Solar Essenzen, damit wir für jeden von uns dann so ein Iridium-Armband machen können. Ich weiß nicht, was besser ist, den Diebesring zu tragen oder den Slime-Charmer-Ring. Naja, kommt noch an, wo du bist. Weil der Slime-Charmer-Ring zum Beispiel, der hat natürlich in den Sinnvollste in der Desert Cave ist wahrscheinlich sowieso Diebesring und Slime-Charmer-Ring. Ja. Weil du brauchst sowieso nicht so viel Licht da. Ja. Aber du hast halt weniger Magnetradius und weniger Angriffspower. Allerdings. Irgendwann erhöht die Angriffspower? Ja. Naja. Aber das sollte mit dem Galaxy Sword auch kein Problem mehr sein. Erstens das und zweitens, wenn die Slimes dir keinen Schaden machen, ist egal, wie lange die überleben. Richtig. So. Ich hätte noch voll die Idee. Das mache ich zum nächsten Mal. Hey, Suki. Hallo. Nicht auf OK drücken, Muffy. Ich werde nicht auf OK drücken.
Denn das war schon wieder der zweite Tag. Die Hofarbeit hat uns heute 1600 noch eingebracht. Durch die Entenmayonnaise, der Käse und die Mayonnaise. Und ja, da ist noch gar nicht das Zeug drin, was ich bei Pierre verkauft habe. Und da ist nicht das Zeug drin, genau. Suki hat wieder 1200 erfischt. Krass, wie viel Geld das ist. Sieht so wenig im Einzelteil aus. Und ich habe für dreimal Unkraut 150 bekommen. Ich wünschte, im wahren Leben wäre das so einfach. So. Damit würde ich aber sagen, war's das für heute. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschö, tschö. Ciao. Tschüss.